geben, aber gute Erfahrungspunkte. So. Ja, so kommen wir bald auf Stufe 4. Wir können hier lang weiter. Und hier ist wieder Sackgasse. Also müssen wir im Süden weiter. Hier rum um diesen Berg. Um diese Felsformation. Berg nenne ich das schon. Ist ein bisschen zu klein geraten für einen Berg. So. Ja, genau. Hier hoch. Und da sind wir fast schon wieder bei unserem Ausgangspunkt. Und jetzt kommt, soweit ich mich erinnere, etwas Ungutes. Wenn wir hier hochgehen. Genau. Da wird schon auf uns gelauert. Au. Ja? Und zwar böse auf uns gelauert. Was wollt ihr? Was? Oh, ich werde kurz einen Prozess mit dir machen. Ihr da, heißt ihr Talisa? Los, antwortet gefälligst. Ihr sagt bisher die Wahrheit, da hängt nämlich euer Leben von ab. Seid nicht so grießgebig, Mädchen. Wir werden unseren Namen nicht verraten. Also warum geht ihr, die doch im kleinen Amazon, nicht einfach dahin zurück, wo ihr hergekommen seid? Ja, ich heiße Talisa. Was ist damit? Das ist gut. Meine Kameraden und ich verfolgen euch schon seit vielen Tagen, wenn ich solch eine Nachricht überbringe. Ihr und eure Freunde, ihr müsst sterben. Eure Einmischung in die Angelegenheiten des Eisenthrons hat zwar zu einigen kleinen Zwischenfällen geführt, aber ihr könnt in dem Wissen sterben, dass eure Versuche größtenteils erfolglos waren. Okay, du ziehst dich mal ganz weit zurück. Du zauberst mal ein paar Kreaturen mitten in sie rein. Und du gehst auf die Magierin los. So, genau. Die hintere sieht aus wie eine Klerikerin, du siehst aus wie ein Magier. So. Du heilst dich jetzt selber. Gut. Und dann kannst du dich wieder in den Kampf stürzen. Genau. Ich bin ganz ohr. Du setzt gleich noch mal eine hinterher. Oder du gehst auf die andere los. So. Du bist immer noch nicht tot, also setzen wir noch den letzten Zauber hinter dich her. So, du bist von Hunden und Talisa umringelt. Was? Ja, Talisa sollte sich, glaube ich, noch mal heilen. Euer Leben liegt. So. Jetzt ist nur noch die Klerikerin übrig. Aber die kriegen wir auch noch tot. Sehr schön. Ja, das hat uns jetzt ordentlich Erfahrungspunkte gebracht. Nämlich gerade 1200 für die Klerikerin, 600 für die andere. Ich glaube nochmal mindestens 1000 für, naja, 900 für den anderen Magier. Und 600 für den Bogenschützen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und ich kann mit den Hunden nichts anfangen, außer mit ihnen zu. Erledigt. Außer sie zum Kämpfen zu benutzen. So, sehr gut. Was? Gut. Dann gucken wir mal, ob sie was Interessantes dabei hatten. Erst einmal eine Lederrüstung. Und ein paar Tränke. Und ein Kurzschwert. Okay. Du hast so einen Trank der Hügelriesenstärke bei dir. Du? Trank der Macht. Oh. Trank der Steinform. Und der Rest ist ein Plattenpanzer. Wir sollten erstmal Zeug verteilen. Du kriegst das hier. Das ist Trank.
Die Lederrüstung kannst du hier identifizieren. Die, das sind Verletzungspfeile. Die kannst du mal werfen, wenn es nötig ist. So. Gut. Das ist prunkhafisch, wenn wir ihnen ihr Ding geben. Hä? Oh, Khalid wurde vom Blitz getroffen. Wenn wir ihr den geben, ist sie etwas überlasteter. Oder? Ja, 30 LBS schwerer. Aber das ist okay. Das andere Ding kann keiner tragen. Für mich ist das sehr viel schlechter. Sie muss ja zum Glück nicht so viel schleppen. So, du kriegst den Feuertrank. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Trank der Hügelriesenstärke. Den kriegt mal Khalid. Dann kommt der Trank wieder zu uns. Das ist ein Magieabwehrtrank. Immunität gegen Zauber, den kriegst mal du. Sicher ist sicher. So, wenn wir mal wieder gegen irgendwelche Magier kämpfen, das muss identifiziert werden. Dann haben wir hier noch Trank der Steinform. Rüstungsklasse auf 0. Den kriegst auch du. So, und den Trank der Macht. Der erhöht Schaden und ETW, aber im Schatten verschenken Taschendiebstahl Schlösser öffnen, erhöht der auch. Also ist der perfekt für Imoen. Sehr gut. Ja, nichts leichter als das. Und der Bogenschütze hier, was trägt der noch mit sich rum? Noch eine Lederrüstung, ein paar Feuerpfeile und Gold. Kannst du Feuerpfeile identifizieren? Nein, kannst du nicht. Du kannst es aber, sobald wir gerastet haben. So. Ich muss ehrlich sagen, dieser Kampf kann sehr mies sein. Wir hatten ja Glück, dass wir vorher in andere Gebiete gegangen sind, aber wären wir aus der Mine gekommen und direkt hier hochgegangen, wären wir direkt in diese Gruppe reingestolpert und sie hätte uns kalt gemacht. Einfach so. Ohne mit der Wimper zu zucken, wären wir gestorben. Weil so ist die Gruppe schon ziemlich heftig. So. Das Gebiet ist aufgedeckt. Dann würde ich sagen, decken wir das hier auf. Die Mitte und dann das Eck da oben, was noch übrig ist. Hier gibt es nämlich noch, glaube ich, mindestens zwei Hügelgräber. Mit Ghulen drin. Oder Düsterschrecken. Ah, warte ja, aber mal kurz. Allgegenwärtige Autoritätsperson. Zwei Ogre-Berserker. Was? Das ist euer Ernst? Ja. Okay, die haben auch nicht mehr so viel auf dem Kasten. Wir haben es aber gut auf Witz gehabt gesehen. Was wollt ihr? Nichts. Oh, wow. Liegt da auf Düler hier. So gut ihr kann. Was? Ihr habt schon bleibt weg von Düler hier. Genau, hau auf Khalid, der ist nämlich noch am gesündesten. Ich verliere an Kraft, ihr braucht mal. Ich tu mein Bestes. Ja? Du trink mal sicherheitshalber einen Trank. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Du heilst dich selber. Ich tu mein Bestes. So, und jetzt wieder drauf auf den. Und Winsk hat gar keine Waffe mehr. Das ist weniger gut. Deswegen nehme ich mal am besten die beiden Schwerter an mich. Und dann muss ich gleich wieder rasten. So, jetzt hat Minsk wieder zwei Schwerter, mit denen er draufhauen kann. So viel dazu, dass die Waffen nicht mehr so oft zerbrechen sollten. Aber die zerbrechen jetzt immer noch öfter. So.
rasten. Gut, gerastet haben wir. Was wollt ihr? Du heilt dich. Allgegenwärtige Autoritätsperson. Du heilt was dich. Immer ihr braucht. Du identifizier mal das die hier. Lederrüstung plus 2. Beschützer der zweiten. Der Schattennebel war eine Elitetruppe elfischer Waldläufer, die den Wald Kormantor durchstreiften und allen Räubern und Monstern das Verderben brachten. Diese Rüstung wurde von Idera Lakhan getragen. Der stellvertretenden Anführerin und einer der mit den höchsten Würden und Auszeichnungen versehenen Offiziere der Truppe. Die Rüstung ist nach ihr benannt. Es ist jedoch nicht bekannt, wie es dazu kam, dass die Rüstung von ihrer Trägerin getrennt wurde. Mal gucken, wie gut die Rüstung ist. Und hier haben wir noch eine beschlagene Lederrüstung. Beschlagene Lederwams plus 2. Ja, gucken wir mal, was besser ist. Also wenn wir uns das so ansehen bei Imoen, hat sie im Augenblick minus 1, minus 1, minus 2. Mit der Rüstung hat sie plus 2, plus 2. Mit der Rüstung hat sie, also die Rüstungen sind beide schon mal besser als ihre herkömmliche Rüstung. Aber mit der Rüstung hat sie minus 1, minus 1, minus 2. Das weiche Leder ist weniger mehr als ein Mittel, um die Nieten an ihrem Platz zu halten. Jupp. Deswegen ist denn Lederwams auch ein bisschen besser als die anderen Sachen. So. Ihr habt eine Aufgabe? Du heil. Ihr braucht meine Hilfe. Eure Dienerin steht du zu euren heil Diensten. Khalid. Was? Du heilst dich doch mal selber. Ja, oh allgegenwärtige du heil noch mal Khalid. So. Und du heil noch mal Khalid. So, ja, gut. Jetzt können wir weiterziehen. Es gibt nämlich, soweit ich weiß, noch zwei Hügelgräber hier. Also was heißt, soweit ich weiß, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass hier noch zwei Hügelgräber versteckt sind. So wie... War das hier? Ja. Also da ist der Höhleneingang. Ich glaube, hier ist noch eins und hier müsste noch irgendwo eins... Eins sein. Genau. Da sind wir wieder bei dem Gebiet, wo wir gegen die Schleime gekämpft haben. Was auch immer das hier für eine Felsformation sein soll. Oh, hallo Wildhund. Ich wollte gerade sagen, nur einer, aber es sind drei. Später, wenn wir höhere Level haben, können davon gleich mal 10 Stück auf einmal kommen. Was fast schon ein bisschen übertrieben ist. Aber 10 Stück auf einmal holzen wir auch weg wie nichts. So, hier müsste irgendwo, glaube ich, noch eine Gruft sein. Wir sind auf jeden Fall wieder verschlungene, enge Wege. Was ist da jetzt wieder? Ein Gnoll. Mehrere Gnolle. Das hier sieht fast wie aus wie eine Straße ein bisschen. Oder als ob es mal eine Straße war. Aber es wurde ein Irrtum. Genau, sterbt. Nicht wegrennen. Ich kümmere, denn ich verschwinde jetzt.